Seit 1949 hatte es in Berlin keine nächtliche Sperrstunde mehr gegeben. Nun wird sie wegen der hohen Corona-Infektionsfälle wieder eingeführt, voraussichtlich bis zum 31. Oktober. Zwischen 23 und 6 Uhr müssen Bars und Restaurants ihre Türen schließen. Tankstellen und Spätis dürfen in dieser Zeitspanne keinen Alkohol mehr verkaufen. Wer trotz der Sperrstunde geöffnet bleibt, riskiert ein Bußgeld von 5.000 Euro. Gegen die Verordnung, die der Berliner Senat am Dienstag beschlossen hat, haben nun knapp 10 Bars einen Eilantrag beim Berliner Verwaltungsgericht eingereicht. Sie befürchten eine finanzielle Katastrophe, denn üblicherweise machen sie rund 2/3 ihres Umsatzes nach 23 Uhr. Das war wirklich ein Schlag in die Magengrube. Also es war wirklich, wir waren wirklich vollkommen schockiert, dass man wieder zu diesen Maßnahmen greift, weil sie eben so undifferenziert ist, weil sie nicht das betrachtet, was wir die gesamte Zeit getan ist. Für viele Barbetreiber ist die Sperrstunde unverhältnismäßig, die Begründungen nicht überzeugend. Sie fordern mildere Maßnahmen und fühlen sich unnötig stigmatisiert. Es wird ohne Not erzählt, das sind die Infektionsherde, die müssen wir zumachen. Und dieser psychologische Effekt, der setzt sich ja fest. Der setzt sich fest bei Gästen, die so und so schon ängstlich sind, bei Gästen, die vorsichtig sind. Die bleiben dann eben zu Hause, gehen nicht mehr weg. Nicht nur Barbetreiber, auch Kneipenbesucher denken, dass die Sperrstunde kontraproduktiv sein könnte. Ich bin dagegen. Ich glaube, Leute können Alkohol finden, wann immer sie wollen. Immerhin ist es Berlin. Diese Maßnahme wird nicht viel bringen. Und für diejenigen, die Berlins Nachtleben erst noch erkunden wollten, ist die Sperrstunde umso enttäuschender. Also ich muss persönlich sagen, jetzt am Anfang finde ich es nicht so gut, weil ich gerade hingezogen bin. Natürlich muss man was erleben irgendwo auch, denke ich mal. Aber auf der anderen Seite ist es klar, ne, das Risiko ist ziemlich hoch in Berlin, deswegen finde ich gemischte Meinung, muss ich sagen. Ehrlich. Neben Berlin wurden wegen der deutlich gestiegenen Corona-Infektionszahlen auch in Köln und Frankfurt am Main die Corona-Auflagen deutlich verschärft.